Wir befinden uns bereits in der letzten Runde und verlieren fast das Auto. Hallo liebe Racer, wir sind wieder back am Start. We Play As One ist wieder back am Start. Mit einer kleinen Neuigkeit für die letzten drei verbleibenden Rennen vom Format. Wir haben es ein bisschen angepasst, und zwar gab es Verwirrungen bezüglich der Startposition in Bezug aufs Qualifying. Wir haben ja das Format so angepasst, dass wir das Qualifying und das Hauptrennen fahren. Das heißt, wir haben das in der Formel 2 übliche Sprintrennen rausgelöscht und haben dann rausgefunden, dass sich dieses Sprintrennen von der KI simuliert und sich daraus die Startposition fürs Haupttraining ergibt. Von dem her habe ich mich entschieden, das Qualifying zwar zu absolvieren, aber komplett rauszukatten, weil es nur für das simulierte Sprintrennen von Bedeutung ist. Deswegen wird die Startposition dann dahingehend etwas unvorhersehbar angepasst, weil wir nicht wissen, wie uns die KI im Sprintrennen simuliert. Wir gehen jetzt rein in das vierte Rennen der Formel 2 Saison in Silverstone. Und ich kann schon mal so viel verraten, wir werden unter nassen Bedingungen in den Rennstart gehen. Wir schauen jetzt einfach mal raus, auf welche Startposition uns das Sprintrennen simuliert hat. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Jehan Daruvala steht auf der Pole Position und Christian Lundgaard ist auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Christian, Pilot. Okay, wir starten auf Platz 3 in das Hauptrennen von Silverstone. Das heißt, wir haben das Sprintrennen auf Position 8 beendet und Mick nur auf 14. Mick hat keine Punkte geholt und startet von Platz 14 ins Rennen. Wir gehen rein in die Strategie. Wir werden ca. 50% des Rennens Regen haben. Also ab Runde 7 soll es dann trocken werden. Wir haben im Qualifying dahingehend schon etwas den Heckflügel nach oben gestellt, was uns mit Sicherheit mehr Abtrieb, aber weniger Endgeschwindigkeit auf den Geraden bescheren sollte. Und ansonsten gilt es einfach nur, den Regen zu überstehen. Ich kann schon mal so viel sagen, dass ich wohl die ersten Runden unter Regen nicht allzu viel kommentieren werde, weil dieses Regen oder diese Regenrennen sämtliche Konzentration beanspruchen und benötigen. Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis und wünsche euch wie immer viel Spaß. Let's go! Viel Wheelspin, aber guter Start. Und wir gehen auf Platz 2. Aber wir müssen höchst konzentriert bleiben. Verlieren hier fast zweimal den Wagen und müssen uns wieder verteidigen. Bis dahin alles gut gegangen. Keine Zwischenfälle. Daruvala geht vorne weg. Wir auf 2. Lundgaard auf 3. Ja, wir sehen schon hier in Maggots und Beckets haben wir deutlich mehr Abtrieb als Daruvala. Thank you.
Auch hier zum Ende von Sektor 2. Vorsichtig rein in den letzten Streckenabschnitt. Auto kommt extrem quer beim Rausbeschleunigen mit leichten Kurveneinschlag. Aber Setup scheint jetzt nicht, zumindest nicht komplett falsch gewählt für die ersten Runden im Regen hier. Wir haben etwas untersteuern, weil wir mit doch relativ flachem Frontflügel aus dem Trockensetup unterwegs sind. Purple Sektor 2, aber wir sind dran an Daruvala. Gelb irgendwo im hinteren Bereich. Marina Sato ist raus aus dem Rennen. Noch kein Safety Car. Ja, DRS wird im Regen natürlich nicht aktiviert. Aber wir gehen vorbei an Daruvala. Wir gehen vorbei an Daruvala, setzen uns unter schwierigen Bedingungen hier an die Spitze des Feldes. Okay, good work. Great pass. Zwei Sekunden Vorsprung. Das Setup beißt. Keine optimale Runde. 3 Zehntel langsamer. Und wir haben wieder gelb im hinteren Feld.
und verbremsen uns hier. Wagen fängt an zu rutschen. Und die gehen fast alle schon zur Box. Schon auf Trockenreifen. Ist meiner Meinung nach schon noch etwas zu früh. DRS aktiviert. Okay, es könnte doch schon Zeit sein für die Trockenreifen. Wir gehen in die Box, wir holen uns die Medium-Reifen. Die Boxencrew wollte auch die Strategie schon ändern. Allerdings auf Medium. Wir gehen auf Medium, nicht auf die Hard. Das müsste sich ausgehen für den Rest des Rennens. Wir haben noch welche draußen auf den Wets, jetzt von Position 1 bis 3. Wir müssen jetzt extrem vorsichtig sein. Wir haben Daruvala jetzt direkt hinter uns. Auf den harten Reifen, wir hatten schon über 2 Sekunden Vorsprung. Zwischenzeitlich. Wir haben immer noch feuchte Bedingungen auf der Strecke. Angriff von Daruvala. Wir können uns noch verteidigen. Vorerst. Sektor 2 gehört wie immer uns. Ich
Strecke ist jetzt nahezu trocken. Und wir können uns wieder absetzen. Purple Sektor 1, 5 Runden noch zu gehen. Wir können immer mehr Risiko gehen, die Strecke ist jetzt komplett abgetrocknet. Bis auf vereinzelte kleine Stellen. ...1,45,6, neue schnellste Runde. Und wir sind wieder auf einem guten Weg, die schnellste Runde nochmal zu unterbieten. Wieder irgendwo gelb. Wieder ein Ausfall. Neun Zehntel schneller, 1,44,6. Wir können uns hier eigentlich nur noch selber schlagen. Ihre Pace jetzt. Minus 1,3 im Delta. Minus 1,6. Wie gesagt, wir können uns hier eigentlich nur noch selber schlagen. Eins 42,9. Der Rest des Feldes hat absolut keine Chance aktuell gegen uns.
1,42,4. Das Setup ist absolut sowas von bissig aktuell. Zweimal Purple. Delta bei -3/10. Schnellste Runde 1,42,0 und wir befinden uns bereits in der letzten Runde und verlieren fast das Auto. Wir befinden uns in den letzten beiden Kurven und gewinnen den großen Preis von Silverstone, von Großbritannien. Unglaubliche Pace, unglaubliche Pace. Alesi ist Fahrer des Tages. Sei es drum. Eine fantastische Leistung von Bremer. Während wir auf ein aufregendes Rennen zurückblicken, begeben sich die Fahrer gerade auf das Podest. Und es ist mittlerweile ein vertrauter Anblick, denn es ist ein weiterer Sieg für Bremer in der Formel 2. Absolut verdient, absolut verdient. Dieser erste Platz. Geiles Setup gewählt, sowohl für die nassen als auch für die trockenen Bedingungen. Und dem Rest des Feldes keine Chance gelassen. Blicken wir mal auf die restlichen Platzierungen. Christian vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Mick auf 7, von 14 auf 7. Gute Leistung von Mick. Holt sich 6 Punkte. Wir bekommen 27 Punkte. Auch aufgrund der schnellsten Runde. Und das bedeutet Folgendes für die Rangliste. Yuki Tsunoda überholt Mick Schumacher. Und somit ist Tsunoda jetzt unser größter Rivale um die Meisterschaft in der Formel 2. Aber eigentlich, meine Damen und Herren, sollte da nichts mehr anbrennen, wenn wir die restlichen beiden Rennen einigermaßen zufriedenstellend bestreiten, ohne große Zwischenfälle. Bremer Racing führt auch dank uns die Fahrerwertung an, vor Carlin, dann Art, dann Uni Virtuosi, dann die Piloten von Dams, Campos, MP Motorsport, Charou, BWT, Hightech und Trident auf dem letzten Platz mit nur 2 Punkten. Air Racer, perfekte Voraussetzungen für die letzten beiden Rennen, gute Voraussetzungen für einen guten Vertrag in der kommenden, hoffentlich in der kommenden Formel 1 Saison.
Mich hat es gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert das Video. Ich bin raus, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.